Und zusammen, da sind wir zurück bei Edna und Harvey. Harvey's New Eyes. Lily ist jetzt hier in der Anstalt angekommen. Wir haben das Phantom. Die Tür war fest verschlossen. Ja, mit einem Stuhlbein erledigt. Wir haben keine Schlüssel mehr. Ach Mensch, kann ich mir jetzt eigentlich Harvey schnappen? Sind wir wieder hier. Ich mach mal noch mal kurz auf und schau mich um. Ich glaube, wir lernen hier dann Schlösser zu knacken, aber wir gucken uns erstmal noch mal hier um, was hier so ist. Oh, wer sitzt da? Ein Waschmade. Ich nehme mir erstmal die Sachen hier mit, die hier so liegen. Da kann ich irgendwas einfärben, so wie es aussieht. Irgendwelche Wäsche vielleicht. Ach, das kann man noch mitnehmen. Okay. Reden wir mal mit ihm. Bitte, 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 wusch! Willkommen im Waschsalon. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der du fragst. Das hier soll ein Waschsalon sein? Und ich antworte, natürlich! Zugegeben, es ist ein wenig rustikal. Aber Not macht erfinderisch. Versuch klug. Und wir waschen unsere Wäsche in den Pissoirs. Schon so wischiwaschi. Wo sind die Alternativen? Genau, es gibt keine. Also tu dir keinen Zwang an. Man muss nur darauf achten, dass man die Textilien gut trennt. Die Klosteine färben fürchterlich. Wir waschen rote Wäsche in dem Pissoir mit dem roten Klostein. Gelbe Wäsche in dem Pissoir mit dem gelben Klostein. Blaue Wäsche in dem Pissoir mit dem blauen Klostein. Und grüne Wäsche in dem Pissoir mit dem grünen Klostein. Wenn du auch mal ran willst, zeig mir einfach ein Kleidungsstück in der entsprechenden Farbe. Dann kannst du das dazu gehörige Pissoir so oft benutzen, wie du willst. Alles klar, ich habe jetzt nichts zum Waschen. Gehen wir erstmal wieder raus. Der ist ein bisschen komisch. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Die Tür war fest verschlossen. Aber von hier sind wir doch hergekommen. Gehen wir mal hier. Ah, zur Rollenspielrunde. Okay. Ja, die kennen wir doch alle. Mensch. Ich nehme jetzt meinen roten Vorhang mit hier. Mach mal was zum Waschen. Ja, die nehmen wir uns nämlich auch mit. Es funktioniert nur, wenn wir nicht mit, also das deaktivieren mit dem Feuer spielen. Reden wir mal mit allen. Meine Treu, wen haben wir denn da? Noch eine Mitspielerin. Yippie. Achte nicht auf ihn. Peter ist ein kleiner Schwarzseher. Das ist eine angeborene Sehbehinderung. Stimmt. Peter leidet unter einer Rot-Grün-Schwäche. Drogelbecher. Wohl gesprochen, getreuer Freund. Wir haben alle unser Kreuz zu tragen. Ach ja, wacht ihr auch jeden Morgen mit der Gewissheit auf, eines Tages an einer Fußgängerampel zu sterben? Das wohl nicht. Doch Drogelbecher zum Beispiel leidet unter einer Grün-Blau-Schwäche. Das kann man ja wohl kaum vergleichen. Deine Freundin Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche. Sie ist nicht meine Freundin. Und wir, König Adrian, leiden unter einer Rot-Gelb-Schwäche. Du hättest dabei sein sollen, als wir Mensch ärgere dich nicht gespielt haben. Peter wäre beinahe erstickt. Ich wollte mein Leid verkürzen. Wir haben hernach beschlossen, keine Brettspiele mehr zu spielen, sondern ein Fantasy-Rollenspiel. Du hast das beschlossen. Und was haben wir gerade gesagt? Es ist so aufregend. Wir sind eine Gruppe von Abenteurern in der sagenumwobenen Welt von Hoth Motigur. Oh bitte, setz dich doch dazu. Drogelbecher! Nicht so schnell. Wenn die holde Maid mit uns zu Felde zu ziehen gedenkt,
muss sie sich vorher als würdig erweisen. Sie muss eine Aufgabe erfüllen, die ihren Heldenmut auf eine harte Probe stellen wird. Jetzt sag ihr doch schon, dass sie Pizza bestellen soll, damit wir das Ganze hinter uns bringen können. Nun, bestelle sie uns Pizza. Na, wir haben ja schon eine. Ich will Brokkoli auf die Pizza, aber bitte keine Tomaten. Dröggelbecher! Oh, kein Brokkoli? Dröggelbecher? Gegen Bananen habe ich ja auch gar nichts. Aber ich könnte sterben für Brokkoli. Oh ja, bitte tu das. Im Gegenzug würde ich sogar Bananen auf der Pizza akzeptieren. Du isst doch sowieso nur Blaubeeren. Ja, ich mag Blaubeeren. Aber in diesem Leben bekommt man ja eh nie, was man will. Blaubeeren sind per königlichem Erlass von der Pizza zu verbannen. Stattdessen sei kundgetan, dass ab sofort Tomaten den Teich zieren mögen. Aber ich mag doch gar keine Tomaten. Lilly hatte genug gehört. Es schien unmöglich, eine Pizza zu besorgen, mit der alle einverstanden waren. Wir haben ja eine, wo nichts drauf ist. Drogelbecher! Tja, du hast die gehört. Bringe sie uns zunächst die Pizza, dann darf sie auch spielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher. Drogelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Droggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Du fragst dich sicher, warum Droggy ein grünes Kissen auf dem Kopf trägt, oder? Drogelbecher? Deiner Treu. Sie hat recht. Wie läufst du denn nur rum? Du blamierst mich ja vor meinem neuen Untertan. Drogelbecher. Ja, das ist schon ein wenig absonderlich. Warte, bis du die Erklärung gehört hast. Heute wäre eigentlich das blaue Kissen dran. Drogelbecher. Jetzt kriegen wir das Kissen von Drogelbecher, das ist auch mal was. Drogelbecher, mich deucht, unser Gast ist auf der Suche nach dem Tyrannen namens Dr. Marcel. Berichte ihr die Kunde. Drogelbecher, 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 Drogelbecher. Vergiss nicht, das mit dem Hubschrauber zu erzählen. Drogelbecher. Und ward nie mehr gesehen. Bravo. Gut erzählt, treuer Freund. Seither stehen diese Lande wieder unter der weisen Herrschaft eines großherzigen Königs. Wir können machen, was wir wollen. Kann ich dann endlich schlafen gehen? Nein. So, erstmal kommen wir hier nicht weiter. Müssen wir erstmal noch gucken, was wir da jetzt mit der Pizza veranstalten. Hier waren wir hergekommen. Wir haben ja jetzt, wir haben ja den Käse unten benutzt. Wir haben eine bereits vorhandene Lochkarte benutzt. Jetzt kommt die Kreditkarte ran. Die braucht aber erst noch Löcher. Ach, ich muss jetzt die Spitzengegenstände deaktivieren. Was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine Spitzengegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Ja, ja, tschüssi. Da sind sie. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. So, jetzt geben wir auch unseren Staubwedel dem Herrn Mantel. Ich glaube, der freut sich bestimmt darüber. Ah nein, jetzt habe ich mich verklickt. Ungünstig, wenn das so übereinander liegt. So, jetzt aber. Bitteschön. Was hast du da? Einen Staubwedel? Nicht, dass ich einen Staubwedel haben wollen würde. Oh nein, egal wie hübsch sie aussehen. Was ja nicht heißt, dass man ihn nicht mal kurz halten könnte. Nur für einen kleinen Augenblick. Das wäre ja vollkommen ungefährlich. Meinst du nicht auch? Jetzt gib ihn schon her! Ah, was für eine Erleichterung. Und schau mal,
Ich habe sogar mein altes Ersatzlaken wiedergefunden. Hier. Nimm es ruhig. Du hast es dir verdient. Super. Jetzt haben wir ein Laken. Das brauchen wir bestimmt noch zum Einfärben. Jetzt benutzen wir diese Lochkarte beim nächsten. Aber bei welchem? Ja, den da gleich. Oh, jetzt kann man mit dem Bienenmann reden. Hallo Fremde, bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich dieser Einladung in die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich das jetzt frei? Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Irgendwie. Wenn es stinkt, dann geben wir ihm halt die Duftkerze. So. Ich bin skeptisch. Feuer. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Ja, Harvey, entschuldige bitte. Jetzt darf ich aber. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion, aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Ja, hoffen wir mal, dass er tatsächlich fliegen kann. So, jetzt nehmen wir diesen gelben Schal. Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Okay, ach, wir müssen das bestimmt erst festkriegen. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt. Vielleicht nehme ich was anderes. Nämlich das hier. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Aber solange sie kein Ziel damit verfolgte, mochte sie ihre Wäsche lieber weich. Harte Wäsche hatte sie im Kloster lange genug gehabt.
Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Mietz. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Vielleicht geht's jetzt mit dem durchlöcherten Tuch? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Ah, jetzt geht's. Reihenfolge also beachten. Wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. So, und damit gehen wir jetzt zurück in den Heizungskeller und haben die letzte Lochkarte gebastelt. Oha, wir sind im Überwachungsraum. Huch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Ich mach Harvey-Puppen. Jetzt können wir auch diese Tür öffnen. Ach nee, Moment. Bevor ich das mache, muss ich ja erstmal wieder die Sache mit den Spitzengegenständen aktivieren. Das machen wir jetzt auch löchrig. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Naja, das benutzen wir jetzt hier und spielen Gespenst. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach, komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Aha. Super, dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. So, jetzt haben wir ein bisschen blauen Stoff. Jetzt haben wir eigentlich schon fast alle Farben, die wir brauchen, oder? Jetzt gehen wir färben. Oder so ähnlich. Waschen gehen wir. So, dafür legen wir jetzt den roten Vorhang da rein. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. So, das grüne Kissen legen wir in das grüne. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Und jetzt nehmen wir den gelben Schal, den packen wir da rein. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das gelbe Pissoir ruhig, so oft du willst. Und natürlich den blauen Stoff da hinten rein. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig, so oft du willst. So, und jetzt müssen wir anfangen, Gemüse und Obst zu färben, damit wir die Pizza belegen können.
Färben wir mal die Tomaten grün. Ich weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert. Was sagte man dazu? Ach, grüne geht. Tomaten. Das geht. Jetzt machen wir uns gelbe Blaubeeren. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Und rote Bananen. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Und da der Brokkoli immer so furchtbar grün... Nee, Brokkoli meine ich. Lilly wusste, ja, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Entschuldigung. Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Zurück. Den Brokkoli machen wir jetzt blau. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Jetzt fangen wir an, das Ganze mal zu belegen. Einmal Spermies Pizza Margarita. So, und da packen wir jetzt den blauen Brokkoli Blauer drauf. Brokkoli? Und die grünen Tomaten. Grüne Tomaten. Die sind ja farbenblind, ne? Diese Farben können sie nicht erkennen. Aber das sind auch die Dinge, die sie nicht so mögen. Von daher haut das schon hin. Gelbe Blaubeeren. Und damit haben wir jetzt alles belegt. Ja. Und versuchen mal unser Glück, ob der Spielrunde diese Pizza schmeckt. Pizza, wohl an. Vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Roggenbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Drogelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen riesen Spaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Drogelbecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss geschaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hotmotigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla
der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln Ihre Kräfte für den Kampf. Die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unlust. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Moment. Holzscheiter. So, die nicht brennen. Jetzt reden wir erstmal mit allen hier. Geheimnisvoller NPC. Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüht. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Aha, das machst du da also? Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Willst du denn gar nicht schlafen? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin nämlich extrem müde. Sag mal, wenn du noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Na klar. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Schlacht. Okay, sie schläft jetzt. Dann sprechen wir jetzt mit dem Sir Droggelot. Hallo Lillegrim. Bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Droggelot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Bist du etwa auch so müde wie ich? So, das klappt doch auch im Wartezimmer beim Arzt, wenn man auf einmal anfängt zu gähnen, dass alle anderen mitgähnen. Jetzt reden wir mit Schnippo. Hallo Lillegrim, möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her.
Und schon amüsiert. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich... Ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde, der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. So, und da jetzt alle schlafen, sage ich mal, gute Nacht, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.